Heieieiei. Trevor? Trevor! Ansonsten müssen wir wohl oder übel wieder an die Arbeit, jawohl. Wie er reinkommt. Sonst gibt's hier ein. Ja, ich konnte das Bild vom Blob anschauen. So ein hübsches Mädchen, Blob. Oh Gott, wie er grinst. Oder sie. Oh Gott! Ja. Das nenne ich mal E-Mail. Halt durch. Hey Maus, ich weiß, dass du einen harten Tag hast. Das kommt schon wieder alles ins Lot. Keine Sorge, keine Angst. Heute Nacht kriegst du eine richtig tolle Massage verpasst. Da kannst du alles vergessen. Sarkastisch. Mama, drück mal auf sarkastisch. Du kannst ja dann auf abbrechen drücken, falls es nicht passt. Das ist böse. Abbrechen. Nochmal eine ernsthafte Antwort. Na toll. Ja komm. Ja gut. Frau. Ups. Hey Curtis, ich wollte dir nur sagen, dass du die Tool-Dokumente ins falsche Verzeichnis getan hast. Ich musste den Termin einhalten und konnte sie nirgends finden. Sie waren im Verzeichnis für neue Produkte, wo sie doch im Verzeichnis für neue Kunden hätten sein sollen. Nichts Schlimmes, dieses Mal wurde kein bleibender Schaden angerichtet. Aber wache mal auf und pass ein bisschen mehr auf, Freundchen. Oh, ah. Von Curtis an sich selbst. Oder nee, an alle anderen. Alle eingestellt. Hallo da, ich wollte euch bloß mitteilen, dass ich ein Mörder bin. Ich habe meine Mutter umgebracht, habe sie dazu getrieben. Sie hat sich aufgehängt, weil ich so eine Missgeburt bin. Weil ich so ein Monster bin. Ich hätte sie sehen sollen, ihre Augen. Ihr hättet sie sehen sollen, wie ihre Augen aus dem Gesicht stierten, wie faule Kirschen. Mit ihrer Zunge, die ganz schwarz und lila und fett war. Und die Pisse, die in ihrem Bein herunter auf den Teppich lief. Du erinnerst dich, Curtis. Erinnerst du dich nicht? Du erinnerst dich, du Missgeburt. Alle. Ja, das ist schon krass. Ja. Oh, ich sehe da oben schon eine lustige Mail. Ja. Spende. Ist, glaube ich, egal. Ah, Vögelwitz, lass mal den nochmal. Ja, machen wir sarkastisch wieder. Von an. Nee, Jonas Craig. Ah, von seinem Vater. Hallo, mein Sohn. Aus dir ist richtig was geworden, nicht wahr? Du hast mehr geschafft, als ich dir jemals zutraut hätte, wenn man sich überlegt, dass du eigentlich im Bauch deiner Mutter hättest sterben sollen und uns damit viel Schmerz erspart hättest. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du in meine Fußstapfen trittst. Um dich auf deine Beförderung vorzubereiten, wirst du eine nette kleine Akademie in Polen besuchen. Wird dir sicher Spaß machen. Ich fand es ganz, ganz toll. Auch ganz toll. Vergiss nicht, dein japanisches Minzöl einzupacken. Der Gestank wird manchmal ziemlich extrem. Grins. Pack deine Koffer, ich hole dich heute Nacht ab. Um Mitternacht. PS, vielleicht erkennst du mich nicht sofort wieder. Ich habe ziemlich viel Fleisch verloren. Ich bin der mit der Kette aus Augen und Zähnen. Papa. Hm. Na, schön. Mahlzeit. Gemacht. Gebäudeerin. Das ist jetzt eine lustige Mail. Sehr geehrter Herr Craig von der Hölle. Wir betrachteten Ihren beruflichen Werdegang bereits seit einiger Zeit und haben uns dazu entschlossen, Ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Wir wissen, dass Sie gegenwärtig als Texter arbeiten, glauben jedoch, dass Sie Ihre natürlichen Talente im Bereich Mord überwältigend sind. Wir glauben, dass Sie, mit etwas Übung, der nächste Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer werden könnten. Wer weiß, vielleicht schaffen Sie es auch, ein zweiter Hitler oder Stalin zu werden. Bitte übersetzen Sie uns Ihren Lebenslauf, einen Lebenslauf sowie eine zerlegte Leiche oder einen halben Liter Ziegenblut. Wir freuen uns darauf, Ihnen zusammenarbeiten. Asmodeus, Asteroth, Beliel und Scratch GmbH. Antworten. Okay. Aha. Vögel. Na gut. Tja, ja. Harte Worte. Weiter geht's mit dem Arbeiten. Tja. Ein Rätsel. Ich verrate noch nicht, was das Passwort ist. Ich gebe zuerst einen kleinen Hinweis. Bob? Gab's heute Nachmittag ein Problem mit dem Netzwerk? Eins meiner Dokumente ist verschwunden. Du hast ein Dokument verschlammt. Du setzt ja echt Maßstäbe der Inkompetenz. Tja. Das ist jetzt ein bisschen tricky, wenn man nicht sehr gut aufgepasst hat. Der hat mich vorhin Rattenjunge genannt, ja? Im Englischen würde er mich normalerweise Rat Boy nennen.
Ja, das weiß ich noch von meinem Bruder damals, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe. Dann wäre das Passwort Red Boy gewesen. Aber in diesem Fall lautet das Passwort wie folgt. Wenn es mal kommt. Ratten? Ratten, genau. So. Okay, ich glaube, da passiert jetzt nichts weiter erstmal. Was? Stopp, da stand was. Ah, da tauchen ab und zu mal so komische Wörter jetzt auf. Da stand nämlich jetzt gerade statt Produkt Venomen, stand da, du bist ein Produkt der Toten, Monster, da schon wieder. Das ist voll eerie, ey, das ist voll creepy. Tja, das Passwort wissen wir nicht, zumindest noch nicht. Ja, das sind die verschiedenen. Die Nummern halt. Ah, der heißt Barnes the Trevor. Bei ihm gibt's nichts mehr. Keine neuen Mails. Na, locken wir uns einfach mal aus. Ich weiß natürlich selbst jetzt nicht mehr genau. Nach Hause? Wann kannst du denn eigentlich nach Hause gehen? Ich könnte eigentlich jederzeit nach Hause. Das ist ja das. Ruf dich mal selbst an. Ich ruf mich nochmal an, ja. Ich kann sein, dass ich nämlich jetzt rumrufen muss. 6100. Okay. So, geh mal von oben unten durch. 6125. Trevor! Da geht jemand nicht ran, was? Ich sollte ihn nicht stören. So, dann haben wir die 6. Was habe ich gemacht? 6992. Ah. Hier, Jocelyn. Hallo, Süße, wie geht's dir? Wenn ich an gestern Nacht denke, dann geht's mir hervorragend. Und dir? Entschieden besser. Ich liebe den Klang deiner Stimme. Ich liebe dich, Curtis. Ich verdiene dich nicht, Joss. Bye. Eine sehr ungeschickte Antwort eigentlich. Ups. Ja. Paul? Genau, 6996. Wer war Paul? War das der Chef? Ich glaube schon, ja. Ja, PA1. Sir, hier ist Curtis Craig. Ich. Curtis, wie geht es dir, mein Junge? Ausgezeichnet, Sir, danke. Sie wollten, dass ich Ihnen Bescheid sage, wenn der Budgetbericht fertig ist. Ich habe ihn heute früh ins Netzwerk eingegeben. War eine lange Nacht. Wunderbar, gut gemacht, mein Junge. Ausgezeichnet. Du bist einer meiner besten Leute, weißt du das? Ich werde dich im Auge behalten. Ist doch eigentlich ein schönes Wort. Sowas hört man doch gerne vom Chef. Ja, aber mit so einem schleimigen Unterton. 3038. Threes. Therese, hi, hier Curtis. Hi, was kann ich für dich tun? Könntest du... meine Wäsche waschen. Ich wollte nur fragen, ob... Es klingt sicher blöd, aber ich weiß nicht mehr, warum ich angerufen habe. Das macht doch nichts, du kannst mich jederzeit anrufen, Curtis. Ciao. Ich finde es ein bisschen bescheuert, da durch die Gegend zu telefonieren und E-Mails zu schreiben, wenn sie direkt nebeneinander sitzen eigentlich. Aber was soll's. 6114, das Arschloch. Na klar, als ob ich mich mit dem König aller Arschlöcher unterhalten will. Dem König aller Arschlöcher. So. Schauen wir kurz, ob mein Teamleiter was hat. Nee. Ach, weißt du, was ich machen kann? Das habe ich ganz vergessen. Speichern. Das kann ich eigentlich auch mal machen. Shave ist eigentlich ja noch der Anfang. Und zwar geht es mit der? Ja. Joss? Oh.
Die Weihnachtsfeier, weißt du noch? Oh, ich glaube, das geht mit dem Treff bestimmt auch. Ich weiß auch noch, was nach der Feier kam. Dass du ein Foto davon hast? Es überrascht mich, dass es dir nichts ausmacht, wenn man uns in der Öffentlichkeit fotografiert. Das war eigentlich auch eine böse Antwort. Ja, jetzt. Kann ich eigentlich... Oh. Alter Schwede. Kann ich eigentlich diesen Liebesbrief da... Ja. Oh, hullig. Schläg. Hey. Vielen Dank für die Karte. Ich weiß nicht, wer sie dir geschickt hat. Jedenfalls ist sie nicht von mir. Wirklich? Tja, dann... Geil. Wahrscheinlich eine Scherzerlaubt, Schläfer. Endlich mal eine schöne Frau, die mir schreibt. Ja. Ich hoffe mal, die ist besser als du. Sie ist ausgetrocknet. So frigide. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir so lustige Witzchen reißen über... Über sowas? Ja. Kannst du auch verwenden. Ja. Ich meine, bei so einem Spiel allgemein, Joss, die Stimmung nicht kaputt machen. Sieh mal hier. Ein Foto von meinen Eltern. Oh, lass mal sehen. Dein Vater ist ziemlich sexy. Curtis? Weißt du was? Du gleichst eher deiner Mutter. Ja. Zumindest was die Penislänge angeht, Schatz. Oh, lech. Ach, ich brauch die wieder mal das Niveau im Boden, wie immer. Ich sehe es aber noch. Gut. Das Ganze können wir auch mit dem Treff jetzt mal kurz durchspielen. Falsch. Ein Schraubenzieher mit ihr verwenden. Meuchel. Trev, sieh dir das an. Das war eine Party, erinnerst du dich? Nein, nur noch an einzelne Bilder. Weißer Rum, heiße Musik und verdammt schlechtes Essen. Ich bin froh, dass du immer drauf bestehst zu fahren, Curtis. Ja, ich bin eben der Abstinenzler aus dem Bilderbuch. Ah, ich erinnere mich dann noch an ein Bild, wie Bob auf die Tanzfläche gekotzt hat. So, das hier kann ich auch verwenden mit ihm. Ach, das war's doch, du Sau. Hey, Trev. Danke für das. Sieh mal, ich hab Post gekriegt. Ich hab das Gefühl, dass jemand scharf auf deinen süßen Arsch ist. Nein. Du übertreibst. Nur, hab Mitleid mit dem armen Ding, du alter Casanova. Sie wird sich nach dir nie wieder in einen anderen verlieben können. Ich finde es witzig, dass er mal rein, raus geht. Er kann ihnen eigentlich alle drei Fotos gleichzeitig ja, zeigen. Ja, eigentlich, ne? Schon, aber ist es. Hi, Trevor. Ist halt so. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich es hatte. Oh, deine Eltern? Ein nettes Paar. Du gleichst deiner Mutter aufs Haar, weißt du? Die Augen. Jeder sagt es, ne? Ja, die Reaktionen sind halt immer. Der kommt nicht zum Arbeiten. Jetzt kommt er gleich wieder rein. Oh, schau mal, ein Schraubenzieher. Den hab ich gefunden. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher, guck mal. Wow, Curtis, das ist ja ein Schatz. So, das geht nicht mit ihr. Das geht mit ihr? Mit ihrem Kopf. Hey, Therese. Ich weiß, du magst diese alten Filmstars. Ah, oh, lass mal sehen. Therese. Hey. Ah. Oh. Sieht aus, als wäre jemand schwer in dich verknallt. Naja. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Welches? Die ist von mir. Ja,
Nazi-Scherz, die ist von Bob. Ja, in Wirklichkeit. Ja. Von seiner Ratte. So, und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher genau, was wir machen müssen. Es kann sein, dass wir heim müssen. Es kann auch sein, dass wir einen Traum bauen müssen. Ah. Irgendwie sowas habe ich mir nämlich gedacht. Hey Tom, ich wollte mich mal mit dir über meine Sicherheitseinstufung unterhalten. Ich komme nicht mal in die Cafeteria rein. Soll das ein Witz sein, echt? Nein. Das geht natürlich nicht. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Gut, danke. Genau. Die Arbeit? Tom. Brieftasche. Tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Sagt er jetzt. Das klingt blöd, aber meine Ratte hat mir die Brieftasche geklaut. Das ist jedenfalls originell. Du siehst geschafft aus, Curtis. Alles in Ordnung? Ja, alles okay. Ich kann nur in letzter Zeit nicht besonders gut schlafen. Ich hoffe, du weißt, dass ich jederzeit für dich da bin, falls du mich einmal brauchen solltest. Du bist ein tüchtiger Mann. Und wenn ich dir helfen kann, jederzeit. Danke. Ich brauche dringend einen Handjob. Ach, Tommy. Entschuldigung, aber das musste jetzt raus. Eigentlich wollte ich Rimjob sagen, aber das habe ich dann doch unterlassen. Okay, ich glaube, das war's jetzt hier. Ist wahrscheinlich zu. Je seltener ich Paul Allen Warner sehe, umso besser geht. Ist mir. Umso besser geht. So geht's mir auf Arbeit auch immer. So wie der jetzt gerade dasteht. Okay, ich mache jetzt momentan doch nicht raus. Arbeit oder so nochmal? Oder warte mal ganz kurz. Es kann doch nicht sein, dass ich sowas hier machen muss. Ja. Toll. Genau. Das ist nämlich dieser abgesperrte Bereich, in den wir nicht reinkommen. Noch nicht zumindest. Noch nicht, ja. Und da hinten ist auch die Cafeteria. Und der ganze Kaffee. Die kriegen noch koffeinhaltiges Wasser. Was? Ja. Okay. Im Spende. Da ist mir der Kaffee aber lieber. Traumbaum. Jawohl, jetzt ist offen. Red mit dem Salzstreuer. So, und ich glaube, hier machen wir jetzt mal ganz kurz einen Cut. Wir haben nämlich schon eine Stunde zusammen. Und ich denke mal, das reicht jetzt schon mal aus, um ganz kurz ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie das Spiel ausschaut ungefähr. Ja? Das wird, wie gesagt, noch ziemlich mehr in die Psycho-Ecke driften. Also das wird schon. Ich hoffe mal, es hat bis jetzt einigermaßen Interesse geweckt. Interesse hoffe ich auch auf jeden Fall. Also es wird definitiv vor allem das nächste Mal ziemlich spannend und brutal. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal, ne? Ja. Und tschüss. Bye, bye.